dann darfst du loslegen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Diablo 3 Together Hardcore, wer liegt, der liegt. Und wir sind jetzt bei der 10. Folge, nicht wahr? Ja, tatsächlich, 10. Folge und immer noch am Leben. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, dass das vielleicht nicht so weit ist. Ja. Achtung, die explodieren. Hier ein bisschen, oh, sogar mehrfach, wa? Cooldowns. Kommst du da klar? Ja, ne? Ja, passt schon. Wir sind auch sofort mit, nämlich im Gefecht, ne? Geht direkt schon richtig los hier. Ist übrigens wieder Monsterstufe 2, sehe ich. Ach, deswegen? Ja. Oh, das ist, weil ich jetzt mal das Spiel aufgemacht habe, deshalb. Ja, ist die. Ja, gut, ich denke mal für diese. Ja, für diese Folge auf jeden Fall. Folge wohl mal wieder ein bisschen aufpassen. Hm? Super Hardcore machen hier. Ah, die gerade waren schon mal nicht schlecht, ne? Die haben. Ich fand, die haben ganz schön Damage reingekloppt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber. Ja, doch, klar. Wir müssen uns halt echt mal ohne konzentrieren hier, ne? Ja, das sehe ich genauso. Aber was vielleicht auch mal Premiere ist, wir haben mal vor 1 Uhr angefangen. Ja, tatsächlich. Mal gucken, wie lange wir machen. Aber, jetzt machen wir. Ich glaube, es wird jetzt nicht 3-4 Uhr. Nee. Ja, das sagen wir immer am Anfang. das stimmt ja auch. Das ja in der nächsten Folge, wo wir dann weitergemacht haben. Ja. Und direkt die nächsten Pläne. Ah, das sind wieder so schöne Eskalierende. Geht das eigentlich bei denen in den Eigenschaften? Ja, geschmolzen. Ah, okay. Das heißt, nach dem Tod explodieren die. Richtig. Okay. Nach der Folge muss ich mir mal endlich eine neue Combo festlegen. Ich hab's jetzt schon längst gemacht? Nee, hatte ich vor, aber ich hab's vergessen. Ausgegammelt, was? Ja, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wir rüsten uns ja immer auf. Ja, ohne Optionshaus wäre es auch ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ich meine, in der Hinsicht haben sie es gut gemacht. Ja. Danke Blizzard fürs Auktionshaus. Sonst würde ich eigentlich dafür hauen, dass du das sagst, aber okay. Achtung, weg! Junge! Was sind das für welche? Die explodieren! Ach so. Also der hätte dich gerade fast getötet. Das war arschknapp. Das hätte dich. Weißt du? Ja, das hätte dich gekillt. Wenn die beiden hochgegangen, wärst du sowas von draufgegangen. Ach, ohne Ahnung von Diablo hast. Das wäre ja jetzt eigentlich mein Bart gewesen, ne? Das hätte. Da, guck mal, lass mal von einem treffen hier. Nee. Die sind witzig, Marki. Ja, ich glaube, Monsterstufe 2 ist nicht der richtige Platz, um das auszuprobieren. Achtung, wieder einer. Weg. Vor allem, wie geil die lachen, ne? Das ist ja. Göttlich. Man. 12 Gegner mit einem Schlag getötet. Das Damage machen geht schon ganz ordentlich ab hier. 284. Ach ja, Timer, ne? Hast du ihn gestellt? Bitte? Hast du einen Timer gestellt? Fällt mir mal so gerade ein. Super. Ja. Prima. Ich dachte gerade. Ich denke mit. Vergessen. Nee. Boah, hier sind ja die Hardcore-Blowjobs-Typen. Was? Die versuchen dir die Eier wegzulutschen. Uncool. Wurdest du schon mal zu Tode geleckt? Meinst du jetzt im Spiel oder? Ich generell? Ja, weißt du, über privates reden wir hier nicht. Und da sind wir ein Level up. Oder du. Alter, das war jetzt aber 27. Mal eine fette Explosion. Ich muss sagen, wir kloppen schon ganz schön damit schreien, ne? Kann das ich sein? Denk schon. Ich habe schon so lange nicht mehr geguckt, was ich hier für Runen hab und so weiter. Oh, nice mit dem Schaden.
Zerfleisch ist mir egal, das ist mir egal. Oh. Ich habe seit Level 20 nicht mehr hier reingeguckt. Ich kann schon längst wieder eine neue Fähigkeit wählen. Was nehmen wir denn? Verursachter Schaden? Nee, das auch nicht. Nerven aus Stahl. Gut. Direkt mal deutlich mehr Rüstung hier. Achtung, die explodieren. Boah, also hat mir... Einer hat mir jetzt direkt mal so ein drittes Leben abgezogen. Mhm. Und wir sind ja nicht gerade schlecht ausgerüstet. Achtung, Explosion. Aber wenn die mal zusammenkommen, ne? Also wenn hier mal so eine Explosion von, ja, von denen hochgeht und dann noch so ein kleines Ding. Ja, vor allem stell dir vor, die werden jetzt noch mehr in der Ecke und ich würde aus der Ecke nicht rauskommen. Was mache ich denn dann? Keine Ahnung. Oh. Fünf Stück oder so. Vier, fünf Stück direkt mal. Eins, zwei, drei, vier und einer rennt zu dir noch. Ja. Boah, klappen die rein, Penner. Richtig frech, Alter. Wow. Super. Ich muss sagen, so langsam macht mir der Mönch auch richtig Fun, ey. Ja, also langsam macht er echt ab, jetzt, ne? Er macht jetzt auch richtig Damage, muss ich sagen. Also auf jeden Fall besser als die letzten Folgen. Also ich schätze mal, dass wir jetzt nach links müssen, weil oben ist ja jetzt wieder der andere Ausgang. Ne? Müsste jetzt eigentlich gebrannt sein, beziehungsweise ein Kreis. Ja. Oh, shit. Ja, ich bin auf Pain. Boah. Mit Schmerz ignorieren, wo ich 65% weniger Schaden kriege. Haben nämlich unter die Hälfte gekriegt. Wow. Boah, lecko mio. Das war echt schlechtes Timing für einen Sprung. Aber ich finde, ab 3 ist jetzt schon auf Hardcore eine ziemliche Herausforderung. Gerade weil es so viele Mobs sind. Geht. Ja, sonst würde ich vorschlagen, gehen wir hier unten lang, oder? Ja, ich hebe da oben haben wir überall schon. Auf. Ja. Ich renne schon mal ein Stückchen vor. Jo, das kannst du ja gut. Bam. Wer ist die Scheiße, die da kommt? Man müsste echt mal drauf achten, wie schnell er immer weg ist. Aber glaubst du, es macht es nicht interessanter, wenn ich jetzt immer warte? Du kannst ja auch vorlaufen. Ja. Ach, guck hier, wie lecker. Ja. Wie lecker vom Lecker. Die Saugfrösche. Jungs, lasst mich doch mal einfach in Ruhe. Nein. Wäre zu einfach, ne? Oh, Champion. Na dann. Wow. Er hat ja auch voll den Rage-Modus, wa? Könnte man so nennen. Aber wir rocken bei Monsterstufe 2 schon ganz schön durch, glaube ich, ne? So, wollen wir freistellen? Ja, warum nicht gleich auf 10? Hör mal. Na, 10 ist ja wieder zu einfach. Ich hatte schon deine, ne? Wir wollen ja Blizzard nicht demütigen. Oh. Damn. In den muss ich jetzt mal unbedingt nicht reinlaufen. Guck mal, wie cool auf meine HP. Einen, na gut, den habe ich jetzt überrannt, aber. Oh. Das wäre jetzt ganz übel. Oh. Da ist die Wand an. So, und jetzt Monsterstufe 3, wärst du tot gewesen, glaube ich. Wollen wir aufhören? Dann, ich glaube, Monsterstufe 3 ist gestorben, oder? Ja, glaube ich auch. Aber der erste hat mich doch eigentlich gar nicht erwischt. Ja, der muss ja nur neben dir explodieren, das reicht ja schon. Da muss er nicht ganz bei dir sein. So, Ebene 3, mein Freundchen. Warum krieg ich's eigentlich immer dick ab? Puh, keine Ahnung, vielleicht hast du zu kurze Beine. Es soll nicht an mir liegen, dass wir hier das Let's Play beenden müssen. Das ist eigentlich mein größter Wunsch jetzt. Dass ich zuerst sterbe? Ja. Ist das nicht eine Rivalität? Ja, ich weiß auch nicht. Das wird mir auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Selbstvertrauen geben.
Mann, entspann dich einfach. Du stirbst, lass dich kaputt und fressen. Ich meine, so weit sind wir ja nicht. Normal. Ja, aber es muss noch nicht sein. Führt meine Hand. Es muss noch nicht sein. Wie geil zu mir bis Hölle durchkommen. Ich glaube, du wirst es auf jeden Fall zur Hölle schaffen. Nee. Jo, aber nicht unbedingt hier drin. Okay, direkt mal völlig falsch gelaufen. Ich brauche mehr Zeit. Du kommst ja irgendwann Deckard, noch, ne? Ja, Deckard erzählt mir gerade noch ein. Ah, ich mach mir immer wieder Party, ne? Ja, ja, lass die mach Zeit. Den. Ist okay. Alt nicht, ne? Nö. So. Schon wieder in die Sackgasse. Gut, jetzt müssen wir zumindest mal lang müssen. Ja, hier ist wenigstens ein Rüstungsständer. Ein weißes Item rausdroppt. Bei mir zumindest. Voll gut. Ja. Hat sich gelohnt, ne? Ja, klar. Das ist ungefähr 2 Gold wert. Ah, wenn du Glück hast, auch 3. Und ich meine, für 3 Gold lohnt sich das schon. Ich habe einige riesige Dämonen im nächsten Raum eingesperrt. Oh, oh, oh. Achtung! Ah, fuck, jetzt hab ich selber verkackt. Ja, wenn du nicht durch die Tür passt, macht er die Tür einfach weg. So einfach ist das. Genau. Fantastisch! Mit eurer Hilfe könnten wir es vielleicht doch noch schaffen, mit diesen Dämonen fertig zu werden. Ja. Na gut. Hat dann wohl irgendwie doch nichts gebracht. Naja. Nee. Augenblick mal, ich hab hier vielleicht. Ja, hab ich doch nicht. Nee, hast du nicht? Okay. Nee. Alles wieder mal scheiße. Ich hab noch kein gelbes Item gefunden. Ich kann mal kurz durchgucken. Schrott. 19 Sterne. Schrott. Oh, wie ein Champion. Oh Gott, nein, das nicht. Ich kann ja sagen, dass es ein Glücksstoß wäre. Dein Tod. Hey, gelbes Item. Ich bin auch kein gelbes Item, Mann. Das ist doch gar nicht. Das nächste Rap, ey. So, eben schnell Waffen rausschmeißen. Die Frauen braucht ja sowieso keiner. Zack. Ah, die blauen würde ich aber im Händler verkaufen. Ja, ja, klar. Ich hab gesagt, die grauen, die so, weißen. Die grauen, hast du die blauen verstanden? Nee, nee. Hab's gefunden. Juhu. Tja, auf zum Fetti, was? Zum absoluten Oberstinker. So, ach, der, ja, genau, stimmt. Pass mal auf, was der hier für Furzwolken hinterlässt. Ich wollte es gerade sagen, das der scheißt sich einen Haufen. Nicht mehr feierlich. Der sieht auch voll gut aus. Ja. Schwabbel, ey. Guck dir mal, was hier schon für Dämpfe in der Luft sind. Eigentlich, der Boss kann einen gar nicht töten, das machen die Dämpfe schon. Ach Gott, der sticht einfach erst mal schön ein. Das macht übrigens richtig Schaden, wo du gerade drin stehst, ne? Ich muss den ein bisschen kiten, ansonsten macht er mir zu viel Schaden. So, dann nehmen wir mal
Ja, ganz entspannt, würde ich sagen, ne? Ja, bisher. Boom! Leckumino. Also ich habe zwei gelbe Items bekommen. Du kriegst ja richtig Hunger, wenn du sowas siehst. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab auch. Aber nicht auf so ein Fleisch. Direkt mal wieder für einen Zauberer, Stärke, Intensität. Die sind gar nicht mehr so schlecht. Ja, schade, dass diese Stiefel. Stärke. Schon mal besser. Die Vitalität. Boah, die sind echt nice. Gut. Gritscher Trefferschaden gut. Nimmst du die Schuhe? Die Handschuhe? Ja, die nehme ich. Ich habe die hier noch. Die kannst du gerne haben. Aber sind auch nicht schlecht. Naja. Ist auf jeden Fall auch gut Bonus. Darf ich doch drauf. Warte mal. Obwohl, die könntest du mir eigentlich geben. Super. Das freut uns doch. Was auch ganz lustig wäre, ist sich einfach eine Rüstung zu holen mit drei Sockeln oder so. Ich glaube, drei Sockeln ist Maximum, ne? Oder ist zwei Sockel Maximum? Ich glaube drei bei der Rüstung. Du kannst bei Diablo 2.6 kriegen. Kannst du diese hier gebrauchen? Oh, lass mal vergleichen. Vitalität, 5 Maximum Wut, 4 Maximum Wut. Nee, aber danke. Also ich meine, der 1% Life Leech ist ganz cool, aber der Rest ist Schrott. Okay. Scheiße, Scheiße. Egal, weiter geht's. Jo, sehe ich genauso. Bist jetzt wieder in der Stadt, ja? Naja, ich starte mal das Event. Nee, Moment. Doch. Ich verliere die Kontrolle! Kaboom! Nicht genug Wut. Ist natürlich auch genau die Kontrolle verliert, in die wir reinkommen. Der Seelenstein. Okay. Dann mal weiter. Der Seelenstein. Zum Ariator. Warte mal grad, lass mich mal eben schnell verkaufen. Naja. Ja, was meinst du? Wo wir gerade schon mal hier sind. Was meinst du? Wollen wir mal auf die Jagd des letzten Items gehen dann jetzt demnächst? Sollte ja nicht mehr so weit sein, ne? Was meinst du mit Jagd? Willst du das jetzt farmen oder? Keine Ahnung, ist halt total nice, guck mal, was wir hier schon haben. Oh, ich liebe diesen Strahl. Ja, drei haben wir schon, ne? Weiß nicht, wenn du es farmen gehen willst, Ein Item brauchen wir noch, den Rest können wir uns kaufen. Da müssen wir vielleicht zusammenschmeißen. Wäre sowieso dumm, wenn wir uns das beide holen. Holt sich einen und Stab und fertig. Ich meine, wir spielen ja sowieso nur, wenn wir zusammen sind, also... Mir, Wayne. Boah, hier ruckelt's gerade wieder ein bisschen. Aber bei mir gerade nicht. Die Bastion ist sicher. Genug des Kampfes innerhalb der Mauern. Ich werde mich jetzt Asmodans Kriegsmaschinen im offenen Feld stellen. Ich freue mich schon auf nächste oder spätestens übernächste Folge. Da kommt mein Rage, wenn wir durch den Turm laufen. der böse Turm. Ja, das habe ich hier aber gerade am Anfang auch. Meine Güte. Ah, jetzt. Ah, nee. Noch nicht. Geht gleich besser. Keine Ahnung. Ist halt wieder neues. Ne? Ach, warte mal. Ist das jetzt nicht hier schon? Nee, wir müssen erstmal die Brücke drüber. Ach ja, genau. Wow. Guck mal, ist das ein Event? Na, kommen diese fliegenden Viecher runter, ne? Oder? Es
ist eigentlich mal lustig. Damn. Ich will ein Stück weggehen. Ja? Ah, gut, passt. Dachtest du, die explodieren? Nein, nein, aber die schmeißen dich zurück. Also die haben so ein Knockback. Ach, guck mal hier. Schrein der Erleuchtung. Super. Bisschen Erfahrung hier. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Sag mal. Wir haben noch... Ja, mal entsperren. War gar nicht. 9 Minuten 30. Super. Gut, ich glaube, hier ist das jetzt mit dem Farm, oder? Oder müssen wir wieder Oh, Scheiße. Du hast bist, du das gesehen? Du bist auf jeden Fall direkt mal in die erste Explosion reingeflogen. Ich stand aber auch drin, muss ich sagen. Ja, der zieht dich ran. Ach, diese Dinger, die ziehen mich ran, oder wie? Ja. Stopp mal ihn weg. So, ich bin jetzt auch Level up. So, da oben ist schon mal das erste Scheißding. Ja doch, aber die, das nächste Item müsste auf der Ebene hier sein. Meine ich mich zu erinnern. Jetzt wird's böse. Ja. Jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen zurückgehen. Aber mir geht's jetzt. Jetzt habe ich den ersten Anspruch. Autsch. Sieh mich doch nicht weg. Hier oben ist gerade Fettparty. Ja, ich habe hier auch schon genug Party. Soll ich dir noch Party mitbringen? Kannst du gerne machen. Hier oben ja, hier ist kommt noch was. Ein bisschen trist. Also in der Sache teilst du ja doch noch mehr aus. Ich habe auch Blutungsschaden, AOE, ne? Das ist es halt einfach. Ich mache einmal kurz zack und dann bluten die alle über die nächsten Sekunden. Ah, hier sind die Schleimhände jetzt. Die sind böse. Die sind richtig böse, wenn du mal nicht aufpasst. Links müssen wir irgendwie schon ran, ne? Bitte? Ich muss uns jetzt da links noch kurz mal das Ding kaputt machen. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Hier oben ist nur ein Champion. Oh, ich stehe richtig. Ich bin gerade richtig in der Scheiße drin. Ja, ich stehe hier auch ein bisschen ungünstig. Ah, jetzt geht's. Ist am Anfang nicht dumm, wenn da so viele Speerwerfer sind. Vor allen Dingen ist hier ein Speerwerfer Champion mit Mörser. Weißt du, was der an Damage macht, wenn er hinten dran steht? Kannst du mir vorstellen. In die Mitte oder was meinst du? Mhm. Oh geil, bald krieg ich nicht meinen Schlachtruf hier. Schnell den letzten. Oh,
Achtung, das ist eine Mine. Das ist ein Rareback. Ja, ich komme sofort. Beziehungsweise hier oben ist auch richtig Party. Jawoll, Kriegsschrei, da haben wir ihn noch. Oh, komm bitte schnell. Ich komm. Komm bitte schnell. Komm. So, geht wieder. Geht. Boah, alter Schwede. Wow. Ja, es ist nicht so unbedingt jetzt das Beste hier für mich. Kommt's. Boah, Alter, guck dir das mal an, was hier alles für ein Bildschirm flattert. Ich geh jetzt richtig ab. Boah, diese scheiß Vortex, ne? Das kotzt mich so an, wegen dieser Kacke wäre ich eben fast verreckt. Der Boden sieht auch aus, als hätten sich hier die Tanks und die Nazis, hab ich gesagt. Mhm. Hey, komm mal. Boah, das war echt verdammt knapp. Hast du eine Halbkugel aufgesammelt noch? Weiß ich nicht. Fragst du mich das jetzt echt? Wir sollten vielleicht dichter zusammenbleiben. Na gut. Oh scheiße, war das wieder knapp, ey. Das ist wenigstens wach. Das ist echt richtig lustig, wenn man immer so kurz vorm Sterben ist, hat man erstmal so einen Puls. Ja, jetzt stell dir mal vor, wir hätten wegen dir das Let's Play beenden müssen. Oh, hör auf, vor allem das Schlimme ist ja, dass wir noch nicht mal dann normal durchgerockt haben. Oh, peinlich. Der ist jetzt auf Fölle oder so. Das ist egal. Ja, auf Fölle wäre es wirklich dann nicht mehr so schlimm. Na gut, kommst du hoch? Seht euch vor, sie kreisen jetzt schon seit Stunden. Ja, das ist halt bei deinem AOE ganz gut, ne? Du kriegst hier halt voll schnell down und mit deinem Life Leech. Ja, das ist halt richtig geil. So. Na, wir müssen uns gleich auf jeden Fall erstmal ein, zwei Einstellungen machen. Also Monsterstufe wieder auf 1, würde ich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen, ne? Und dann würde ich vorschlagen, kümmern wir uns auch noch mal kurz um die Skillung. Jetzt haben wir ein bisschen fixer ja. Hier. Definitiv. Auktionshaus hat sich für mich sowieso erstmal erledigt. Keine Knete? Nee. Oder gut ausgerüstet? Gut ausgerüstet. Und keine Knete. Hier oben geht's wieder ab. Pass mal auf. Wow. Bist aber auch sofort mit dem Getümmel, ne? Ja, Mann. Kann das gar nicht bei mir. Ich wäre sofort weg. Hast du die falsche Klasse ausgesucht? Boah, das hat aber auch noch ordentlich dem. Nein! Nein! Ich wusste es. Als Alter, ob. Ficken, ey. Als ob. Scheiße. Nein! Gibt's doch nicht. Wer hat dich geplättet? Ich hab keine Ahnung. Soldaten gefallen. Oh Mann, ey. Ja, Leute, tut uns auf jeden Fall furchtbar leid. Wie ihr seht, haben wir hier einen kleinen Aufnahmefail hingekriegt. Zum Glück ist der Tod von dem lieben Sebastian noch drauf. Moment. Du hast den Cut versaut. Ja gut, ich hab's irgendwie verkackt. Ich hab keine Ahnung. Die Aufnahme ist auf jeden Fall mittendrin abgebrochen. Zum Glück an einem sehr günstigen Zeitpunkt, muss man dazu sagen. Genau. Und na, Hauptsache, ich bin noch tot. Oder 1:0 steht es. Ja. <auf. lacht> Das kann man mal so noch da stehen lassen. Und ja, da wäre auf jeden Fall unsere Folge vorbei. Wir haben uns ein neues Spiel ausgesucht, wir machen natürlich weiter mit Hardcore Let's Plays. Wir haben da so zwei Spiele eigentlich im Repertoire. Was ist denn das so, Sebastian? Erzähl doch mal. Also wir haben zum einen Diablo 2 im Hardcore-Modus, natürlich auch wieder zusammen, ist klar. Und Minecraft, also da versuchen wir, oder wenn wir es anfangen, versuchen wir natürlich auch im Hardcore-Modus zu spielen. Das heißt, wir haben einen Server aufgesetzt mit zwei Slots.
Sollte einer von uns währenddessen sterben, wird er vom Server gebannt. Also im Prinzip wäre es so wie bei Diablo 3, dass man Ja, mit dem es ist Charakter auch nicht mehr weiterspielen implementiert. kann. Genau. Genau. Wer einmal stirbt, wird vom Server gebannt automatisch und Modus höchstwahrscheinlich dann auf hart, ne? Richtig. Also soll ja schon knüppeldick kommen. Ja, Wer, wenn du Hunger voll. hast, dann kratzt am Hunger ab und so weiter und so Ah, fort. vor allem die Viecher haben wir ja mal getestet, wie stark die sind. Das Boah, ist da Wahnsinn. laufen die direkt am Anfang mit verzauberter Goldrüstung rum, ey. Oh, die Zombies. Vor Scheiße. allem und dann überlebt mal, wenn du kein Bett hast und so, nicht mal eine Höhle. Ja, wird auf jeden Fall Bin mal interessant. Bin ich gespannt, aber wie man gespannt. das. Aber wir gucken mal, was uns da besser liegt. Im Moment ist ja so, dass mein PC im Arsch ist. Ja. Und ja. Und wir wissen auch, dass Minecraft wirklich ein Spiel ist, was so häufig Let's Played wird. Also da müssen wir uns auch mal gucken, dass wir uns was ausdenken, dass das nicht so total Standard ist, so wie es jeder andere macht. Also wir möchten schon gucken, dass wir da irgendwie euch auf eine andere Art und Weise unterhalten. Also, Auf jeden ne? Fall. Aber ich denke, bei uns fällt das schon mal rein. Jo. Auf jeden Fall sagen wir mal, danke fürs Zuschauen. Serie ist Jo. leider vorbei. Vielleicht wird es irgendwann mal Dank wiederholt. mir. Mal gucken, was als nächstes rauskommt. Ihr könnt ja einfach mal uns beide abonnieren. Die beiden Kanäle findet ihr jeweils in der Beschreibung. Und dann kommt ihr auch auf unsere nächste Serie, ne? Ja, würde ich auch so sagen. Gut, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Haut rein.